2024 ist eine année charnière pour la politique spatiale 2024 ist ein européenne. entscheidendes Le Jahr für die continent dépasse europäische les générations Raumfahrt. de Eine neue lanceurs afin Generation de s'emparer de leviers Trägerraketen de soll im compétition internationalen internationale Wettbewerb puissants mithalten scientifiques können. pour éviter Mehr les über effets diesen Bettler von catastrophiques Saal im sur Interview l'économie mit dem mondiale et le Generaldirektor der directeur général Europäischen de l'Agence spatiale Weltraumorganisation européenne, Josef Josef Aschbacher in Aschbacher, The Global dans The Global Conversation. Conversation. Hallo, Josef Josef Aschbacher. Aschbacher, Die hello. europäische Rakete Hello, Vega I'm ist mit working on einem behalf neuen of the Satelliten European in Space Richtung Program, Weltraum gestartet. Ariane 6, Im Ariane Juli 6, war die Ariane a 6 ein success. Erfolg. Would you Würden Sie say sagen, that dass the die Krise der Rakete success Trägerraketen is vorbei over? ist? Yes, we are on the best way to get Ja, out wir of the sind auf dem besten Weg, die crisis, Trägerraketenkrise zu and überwinden. I'm glad to say that Aber ESA ich möchte wirklich sagen, dass die delivers, ESA liefert. Wir haben die sechste Ariane erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Und das ist nicht unbeachtlich, denn diese Raketen bringen ja Satelliten in die Umlaufbahn, die wir für unser tägliches Leben brauchen. Und das ist wirklich essentiell. Das ist wirklich ein großer Schritt für Europa, ein sehr großer Erfolg für Europa. Vor kurzem haben wir Sentinel-2C mit dem letzten Flug auf Vega gestartet. Vega war die ESA-Rakete im kleineren Segment, die wir vor mehr als 10 Jahren entwickelt haben. Und ich denke, Europa kann sehr stolz und sehr glücklich über diese kontinuierliche Reihe von Erfolgen sein, die wir erzielen. Würden Sie sagen, dass Europa wieder im Weltraum ist? Europa ist auf jeden Fall zurück im Weltraum. Wir hatten ein Jahr lang eine kleine Krise mit den Launchers. Wir hatten keine eigenen Startkapazitäten, aber mit der Ariane 6, die wieder auf der Startrampe steht, mit der Vega, die jetzt erfolgreich die Sentinel-2C gestartet hat, mit der Vega C, die Ende dieses Jahres kommen wird, ist 2024 sicherlich das Jahr, in dem Europa die Startkrise überwunden hat. Aber lassen Sie mich das ein wenig in den Kontext stellen, denn manchmal hören wir ja negative Nachrichten über Europa in der Startkrise. Und ja, das stimmt alles. Aber auch unser großer Partner in den USA, die NASA, hat sich 10 Jahre lang auf Russland verlassen, um Astronauten in die Raumstation zu bringen. Natürlich hat sich das jetzt mit SpaceX und Crew Dragon geändert. Und jetzt hat Amerika, die USA, wieder seine eigenen Astronautenflugkapazitäten. Aber eine Lücke in einer langen Reihe von Starts und Erfolgen zu haben, ist, ich will nicht sagen normal, aber auch nicht völlig ungewöhnlich. Aber ja, ich bin sehr froh, dass wir jetzt sehr gestärkt aus dieser Krise herauskommen. That we are getting out of this crisis now very strong. Können wir sagen, dass Europa einen Teil seiner weltraumstrategischen Autonomie zurückgewonnen hat? Ja, absolut. Ich meine, Europa ist tatsächlich in einer Reihe von Bereichen stark. Aber ich vergleiche Europa immer mit den USA, die natürlich die andere große Raumfahrtnation sind. Natürlich ist China eine weitere, aber in China haben wir keine solchen Zahlen, keine finanziellen Zahlen, keine Angaben darüber, wie viel investiert wird. Aber wenn Sie Europa mit den USA vergleichen, investiert Europa etwa ein Sechstel des öffentlichen Sektors in die Raumfahrt. Die USA investieren also etwa 6-mal so viel. Die Zahlen zeigen, dass die weltweiten öffentlichen Investitionen in die Raumfahrt im Jahr 2023 etwa 108 Milliarden Euro betragen werden, davon 64% in den USA und 11% in Europa. Sie sehen also, dass ein Faktor von 6 dazwischen liegt. Trotz der Tatsache, dass wir im Vergleich zu den USA durch die NASA und die Space Force viel weniger in die Raumfahrt investieren, steht Europa eigentlich sehr gut da. Wir haben einige der Programme, die zu den besten der Welt gehören. Ein Beispiel dafür ist Copernicus, wo wir in mehr als 25 Jahren eines der besten Weltraumprogramme zur Erdbeobachtung aufgebaut haben. Wir stellen jedem Bürger weltweit 300 Terabyte an Daten zur Verfügung für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft, für die Feuerwehr, für den Katastrophenschutz, für die Schifffahrt und viele, viele Disziplinen. Denn diese Daten werden in der gesamten Wirtschaft verwendet. Es handelt sich also um ein wirklich fantastisches neues Programm. Das andere führende Programm, bei dem Europa über mehr als 20 Jahre ein sehr starkes Programm aufgebaut hat, ist Galileo. Shiprouting and many, many disciplines, because these data are used across the board in the economy. So this is really Galileo liefert heute die genauesten Navigationssignale weltweit, genauer als GPS übrigens. Natürlich haben wir noch einiges an Arbeit in anderen Programmen, wo wir wirklich aufholen müssen. Bei den Trägerraketen sind wir gerade dabei, aufzuholen. Man vergleicht uns natürlich immer mit SpaceX und Falcon 9. Und da haben wir wirklich noch einen langen Weg vor uns. Aber auch hier hat die ESA Entscheidungen getroffen, die wir mittragen, auf ähnliche Art und Weise eine Dienstleistung von einem privaten Trägerunternehmen zu kaufen, wie es in den USA der Fall ist, wo die NASA Trägerraketen kauft oder die Space Force Trägerraketen von SpaceX kauft. NASA is buying launchers or the Space Force is buying launchers from SpaceX. Europa steht also gut da. Aber wie reagieren Sie, wenn europäische Unternehmen sich auf ausländische Unternehmen wie SpaceX verlassen, also wenn sich Europäer an die USA wenden?
Ja, natürlich, wir müssen unsere eigene Stärke ausbauen. Und wie ich schon sagte, investieren wir im Vergleich zu den USA viel weniger in die Raumfahrt. Eine andere Zahl, wenn man die öffentlichen Investitionen in die Raumfahrt pro Kopf der Bevölkerung aufteilt, liegt diese Zahl in den USA bei 220 Euro pro Person. In Europa sind es 20 Euro. Es liegt also ein Faktor 10 dazwischen, einfach weil die europäische Bevölkerung größer ist, einschließlich der Mitgliedstaaten der ESA. Wir müssen also wirklich aufholen, denn die Raumfahrt ist so strategisch und für die Zukunft auf allen Ebenen der Gesellschaft wichtig. Ich habe einige davon schon erwähnt, von der Landwirtschaft über die Forstwirtschaft bis hin zum Katastrophenschutz. Aber auch die Sicherheit wird immer mehr zu einem Thema. Lassen Sie mich das Thema Sicherheit als Beispiel nehmen. In den USA werden etwa 65% der öffentlichen Investitionen für Verteidigung und Sicherheit verwendet. 65%. In Europa sind es etwa 12%. Auch hier ist also der Anteil für Sicherheit und Verteidigung viel geringer und das bei einem viel geringen Budget. Sie sehen also, dass die Investitionen in die Sicherheit und Verteidigung in den USA und in Europa nicht vergleichbar sind. Und auch das ist etwas, was ich erwarten würde, aber das sind politische Entscheidungen. Und es ist nicht an mir, über diese Investitionen zu entscheiden. Es sind politische Entscheidungen, aber es ist zu erwarten, dass die Investitionen hier zunehmen werden. Ist Europa durch die Trägerraketenkrise in seinem Raumfahrtprogramm in den Hintergrund geraten und kann es das wieder aufholen? Wir können aufholen. Ich habe Copernicus und Galileo als Beispiele genannt, wo Europa etwa 20 Jahre, würde ich sagen, Verspätung bei der Initiierung dieser Programme hatte. Aber heute sind sie die besten Programme der Welt. Wir haben also aufgeholt und das können wir auch hier. Natürlich müssen wir im Bereich der Trägerraketen aufholen. Wir müssen investieren, massiv investieren, um aufzuholen und sicherzustellen, dass wir unsere Satelliten ins All bringen können. Auch im Breitbandinternet. Starlink zum Beispiel dominiert heute die Breitbandinternet-Konstellationen und Europa ist dabei, mit IRIS², das kurz vor dem Start steht, eine eigene Aktivität aufzubauen. Aber wir müssen dann noch aufholen, weil es eine so große Dominanz auf dem Weltmarkt wird. Aber das geht nur mit großen Investitionen. Wo steht Europa in diesem internationalen Wettbewerb? Europa ist hervorragend, aber klein. Hervorragend in Bezug auf die intellektuellen Fähigkeiten, die technologischen Fähigkeiten. Unsere Industrie ist eine der wettbewerbsfähigsten Industrien der Welt. Und die Investitionen, die wir tätigen, sind wirklich gut investiert. Und das ist auch dem System zu verdanken, das die Europäische Weltraumorganisation über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat. Um eine Industrie zu haben, die daran gewöhnt ist, miteinander zu konkurrieren und die daher wirklich auf der Höhe der Zeit und sehr scharf in Bezug auf Qualität und Technologie ist. Sie liefern. Sie gehören wirklich zu den Besten der Welt. Aber das ist die große Gefahr, die ich sehe, dass wir zu klein werden im Vergleich zu der Beschleunigung, die weltweit vonstatten geht. So beläuft sich die globale Raumfahrtindustrie heute auf etwa 470 Milliarden Euro, einschließlich des Dienstleistungssegments. Sie wächst um 15% etwa. Doch leider findet der größte Teil dieses Wachstums in den USA und in China statt, während Europa stagniert. Was bedeutet, dass wir etwas zurückfallen. Und das können wir nicht riskieren, denn der Weltraum ist einfach zu wichtig als Sektor, als Element für das tägliche Leben, schon heute und noch mehr in der Zukunft. Was fehlt noch? Brauchen wir mehr Investitionen von den Mitgliedstaaten oder von privaten Unternehmen? Wir brauchen beides. Wir brauchen sicherlich Investitionen des öffentlichen Sektors. Wenn ich die öffentlichen Investitionen in den USA erwähne, dann können sich Unternehmen wie SpaceX nur dank der großen Investitionen der NASA und der Space Force zu dem entwickeln, was sie heute sind. Sie sind außerordentlich erfolgreich. Aber man muss auch sagen, dass sie ohne die NASA auf keinen Fall in dem Stadium wären. Sowohl technisch, weil die NASA Ingenieure für den Aufbau der Falcon-Rakete und des Triebwerks zur Verfügung gestellt hat, die wirklich geholfen haben, als auch finanziell. Für viele Teams, also kommerzielle Teams von SpaceX. Die NASA spielte die Rolle des Ankerkunden und kaufte deshalb Raketen von SpaceX, aber auch anderen. Und da sind die Dimensionen natürlich viel größer. Was müssen wir also tun, um erfolgreich zu sein? Europa hat die Exzellenz, Europa hat die Fähigkeiten, Europa hat die Talente. Und ich möchte, dass wir alle unsere Talente in Europa behalten. Ich möchte nicht, dass sie den ganzen Weg ins Silicon Valley oder an andere Orte gehen. Natürlich werden einige von ihnen das mit Freude tun. Aber ich möchte Programme schaffen, die europäische Talente in Europa halten. Und das geht nur, wenn wir wirklich investieren und sicherstellen, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen haben, aber auch die richtigen Projekte und Träume, um die Europäer hier zu halten und ihnen wirklich zu helfen, zu gedeihen und erfolgreich zu sein.
and dreams to keep Europeans here and really help them flourishing and being successful. Die europäische Raumfahrtpolitik wurde in Friedenszeiten entwickelt. Ist sie auch für Kriegszeiten geeignet? Die europäische Raumfahrttechnologie ist von Natur aus vielseitig einsetzbar. Viele der Technologien, die wir entwickeln, werden sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt. Lassen Sie mich ein ganz einfaches Beispiel nennen. Meteorologie. Wir entwickeln seit Jahren geostationäre und polumlaufende Satelliten für Europa seit den 70er Jahren. Und der Wettersatellit hat nur einen geostationären Satelliten, namens Meteosat, jetzt in der dritten Generation. Und er wird zur Datenerfassung und für Wettervorhersagen eingesetzt. Aber es gibt nur einen. Es gibt nicht einen für das Militär und einen für die Zivilbevölkerung. Es ist ein einziger Satellit. Natürlich gehen die Datenströme in die Wettervorhersage entweder an die Landwirte, um zu sehen, wann sie ernten sollen, oder an die Verteidigungsgemeinschaft zu Verteidigungszwecken. Die Weltraumtechnologie ist also ganz natürlich doppelt nutzbar. Trägerraketen sind ein weiteres Beispiel. Die ESA baut gemeinsam mit und für die Europäische Union das Galileo-System auf. Das Galileo-System hat ein Signal, das PRS-Signal, das eigentlich für die Verteidigungsgemeinschaft verwendet und aufgebaut wurde. Ja, wir tun dies seit vielen Jahren, aber Sie haben völlig recht, dass die tatsächliche Nutzung oder die spezielle Nutzung des Weltraums für die Verteidigung in Europa im Vergleich zu den USA, zu China, zu Indien, zu Russland oder zu Japan oder anderen Ländern sehr gering ist. Es ist also in der Tat eine seltsame Situation, dass Europa viel weniger in die eigentliche Verteidigung investiert als andere Länder. Wie können wir die Sicherheit Europas im Weltraum gewährleisten? Europa arbeitet auf vielen Ebenen der Sicherheit. Wir haben alle Werkzeuge und Fähigkeiten zur Verfügung. Es ist wirklich eine politische Entscheidung, ob sich Europa stärker engagieren will. Das sind Entscheidungen, die von Politikern getroffen werden müssen. Ich bin kein Politiker. Ich bin der Leiter der Europäischen Weltraumorganisation und damit der Leiter einer Durchführungsagentur. Aber es sind wirklich unsere Mitgliedstaaten im Rahmen der ESA. Wir haben 22 Mitgliedstaaten oder die EU, für die wir an Raumfahrtprogrammen arbeiten, die diese Entscheidungen treffen. Also ja, die ESA ist bereit und in der Lage, mehr im Bereich der Sicherheit zu tun. Aber diese Entscheidung muss von den Mitgliedstaaten und Politikern getroffen werden. Können Sie versichern, dass bis zum Ende des Jahrzehnts ein Europäer den Mond betreten wird? Bis zum Ende dieses Jahrzehnts kann ich nicht garantieren, weil wir hier mit der NASA zusammenarbeiten müssen. Die NASA ist natürlich unser Partner, mit dem wir im Rahmen des Artemis-Programms erfolgreich zusammenarbeiten. Was ich sagen kann, ist, dass wir bereits 3 europäische Astronauten, ESA-Astronauten, haben, die im Rahmen des Artemis-Programms fliegen. Aber bisher handelt es sich bei diesen Flügen um das Gateway, also die Station, die Orbitalstation um den Mond, aber noch nicht auf der Mondoberfläche. Auf der Mondoberfläche braucht es eine neue Vereinbarung und neue Investitionen. Und das muss erst noch geschehen, ist also noch nicht garantiert. Ich denke, es wird eine Herausforderung sein, dies bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu schaffen. Denn es wird einige Zeit dauern, bis Nicht-US-Bürger auf der Mondoberfläche leben können. Und das ist sicherlich etwas, das wir ganz klar als Ziel haben. Aber es gibt noch kein Datum und keine Vereinbarung. But there's no data or no agreement made yet. Warum ist es wichtig, einen Europäer bei der NASA-Mission dabei zu haben? Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Erstens arbeiten wir seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich mit der NASA zusammen. Aber es gibt auch die Frage der Kosten. Natürlich ist eine Mission zum Mond eine große Investition. Und ich denke, mittel- bis langfristig sollte Europa seine Fähigkeiten aufbauen, um autonomer zu sein und seine eigene Fähigkeit zu haben, europäische Astronauten mit seinen eigenen Mitteln auf den Mond zu bringen. Aber als erster Schritt arbeiten wir natürlich sehr eng mit der NASA zusammen, mit einem sehr vertrauten und sehr zuverlässigen Partner. Und die NASA verlässt sich bei einigen sehr wichtigen Komponenten, die Astronauten zum Mond und auf die Mondoberfläche bringen, auch auf die ESA. Die Orion-Kapsel, die Astronauten zum Mond und zurückbringt, wird vom Europäischen Service-Modul angetrieben. Und das Europäische Service-Modul wird von der ESA bereitgestellt. Und wir haben bereits einige davon für den ersten Flug geliefert, der ganz ohne Astronauten stattfand. Aber auch für den Flug mit Astronauten könnten sie ohne ESA-Beitrag nicht zum Mond fliegen. But also for the flights with astronauts, they could not fly to the moon without ESA contribution. Viele Stimmen in der EU schlagen eine stärkere Integration des europäischen Marktes vor, um die europäische Raumfahrtpolitik zu fördern. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Is it a step in the right direction?
Ja, ich hatte sehr gute Gespräche mit Enrico Letta, als er seinen Bericht vorbereitete, aber auch mit dem Team von Mario Draghi, dessen Bericht ja gerade herausgekommen ist. Und ja, der Weltraum hat viele Dimensionen. Die Raumfahrt hat eine technische Dimension, eine wissenschaftliche Dimension, eine Klimadimension, aber auch eine industrielle Dimension und eine Marktdimension. Und es ist klar, dass wir, wenn Europa auf dem Weltmarkt konkurrieren und wettbewerbsfähig sein will, das heißt gegenüber anderen Partnern auf der ganzen Welt, dass wir dafür sorgen müssen, unsere Ressourcen bestmöglich zusammenzulegen. Und was wir auf jeden Fall tun müssen, ist, die Zusammenarbeit zwischen der EU durch die Europäische Kommission und natürlich die EU-Institutionen und die Europäische Weltraumorganisation zu verstärken. Die ESA hat diesen Rückholservice für Fracht gestartet. Ist das Programm auf dem richtigen Weg? Das Programm ist auf einem sehr guten Weg. Und was mir an diesem Programm wirklich gefallen hat, ist vor allem die Entscheidung der Mitgliedstaaten, dass wir bei der Beschaffung von Weltraum-Hardware in Zukunft einen anderen Gang einlegen. Es ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Anstatt einen Satelliten von Anfang bis zu Ende zu entwickeln, mit all den kleinen Details, die man dann vielleicht spezifizieren möchte, haben wir beschlossen, oder die Mitgliedstaaten haben beschlossen, dass wir eine Dienstleistung kaufen. Das heißt, wir kaufen eine Dienstleistung und eine Fracht, sagen wir 4000 Kilo, die von der Erdoberfläche zur Raumstation transportiert wird, an der Raumstation andockt und ausgeladen wird. Und dann wiederum treten etwa 2 Tonnen Fracht wieder in die Erdatmosphäre ein und landen sicher auf der Erdoberfläche. Das ist also eine Fähigkeit, die wir heute nicht haben, diese Wiedereintrittsfähigkeit. Dieser Paradigmenwechsel ist also von grundlegender Bedeutung und sehr wichtig, um unsere Innovation zu beschleunigen und der Industrie mehr Freiheit zu geben, ihre Raumfahrzeuge so zu entwickeln, wie sie es wollen, das Frachtrückkehrfahrzeug, das sie haben wollen, und ihnen die Freiheit zu geben, ihre Partner so zu wählen, wie sie es wollen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist jedoch, dass wir die Entscheidung um die Umsetzung des Vertrags sehr schnell getroffen haben. Zwischen der Entscheidung, die von den Ministern im November 2023 getroffen wurde, und dem Startschuss für den Vertrag, das heißt all dazwischenliegenden Schritten, einschließlich der Entscheidung der Mitgliedstaaten, der Industrie, die ihren Vorschlag schrieb, der ESA, die ihn bewertete, verhandelte, und uns, mir, der den Vertrag unterzeichnete, lagen weniger als 6 Monate. Und das ist auch ziemlich schnell, um diese Kette wirklich zu beschleunigen. Dieser Paradigmenwechsel, bei dem die ESA zum Ankerkunden wird und auf der anderen Seite als Agentur schneller und flexibler agiert, ist also etwas, das ich mit der Europäischen Weltraumorganisation wirklich sehr stark umsetze. Und Sie werden in Zukunft viel mehr von dieser Art sehen. Ist es nicht gefährlich, sich auf private Unternehmen zu verlassen? Es gibt ein Risiko, auf jeden Fall. Sie haben sie absolut recht. Ich meine, was passiert, wenn das Unternehmen nicht erfolgreich ist? Was passiert, wenn das Unternehmen aufgekauft wird oder Europa verlässt? Ich meine, das sind natürlich Risiken, die wir sehr gut verstehen, aber wir haben eine Menge Maßnahmen eingeleitet, um diese Risiken abzufedern, um sicherzustellen, dass unsere Investitionen gut erhalten bleiben und wir sicherlich die Qualität und die Exzellenz im Interesse des europäischen Steuerzahlers erhalten. Sie haben eine Weltraummüllcharta ins Leben gerufen. Gelingt es Ihnen, Ihre Partner zu überzeugen? Wir haben sie bereits überzeugt. Mehr als die Hälfte unserer Mitgliedstaaten hat bereits unterschrieben. Wir haben mehrere Male Unterschriften gesammelt. Wir haben mehr als 40 Unternehmen, die die Charta weltweit unterzeichnet haben. Die meisten natürlich davon in Europa, aber auch einige Unternehmen in den USA, wie zum Beispiel Amazon. Amazon hat ein starkes Raumfahrtprogramm, wie Sie wissen, mit Kuiper, einer neuen Konstellation, die gerade installiert und entwickelt wird. Es handelt sich also um eine sehr attraktive Charta und ich denke, sie ist einfach vernünftig. Ich meine, wir haben heute etwa 10.000 Satelliten in der Umlaufbahn und sie erzeugen alle Trümmer. Wir haben etwa 30.000, eigentlich eher 40.000 Trümmerteile, die größer als 10 cm sind. Diese Trümmer sind sehr gefährlich, denn sie könnten ein anderes Raumfahrzeug treffen und es zerstören oder dazu führen, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Ja, es gibt also eine riesige Menge an Trümmern. Sie nimmt jeden Tag zu. Meine Forderung ist, dass alle, die die Charta unterzeichnen wollen, sich verpflichten, den Satelliten am Ende seiner Lebensdauer nicht im Weltraum zu lassen, sondern ihn aus dem Weltraum zu holen. Und das ist das einfache Prinzip der Charta, dass man, so wie man in einen Nationalpark geht, sein Essen, seine Lunchbox mitnimmt, sein Mittagessen ist, aber keinen Abfall zurücklässt. Man nimmt den Abfall wieder mit, um den Nationalpark sauber zu halten.
Und genau das wollen wir auch im Weltraum erreichen. Wenn ein Satellit dann gestartet ist, funktioniert er natürlich 5, 10 oder 15 Jahre lang. Aber am Ende seiner Lebensdauer verpflichten sich die Unterzeichner, ihn aus der Umlaufbahn zu bringen und in der Atmosphäre zu verglühen, um die Umlaufbahn weiter zu nutzen. Denn wir brauchen sie für unser tägliches Leben, weil die Satelliten dort jedem Bürger jeden Tag dienen. Josef Aschbacher, vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Ich danke Ihnen, es war mir ein großes Vergnügen.